ballern. Joa, dann nehmen wir einfach hier, zack. Gehen wir rein. Können wir ein bisschen latschen. Da können wir ein bisschen latschen für die Sorien. Ist eigentlich auch Schweizer hier? Ne, das wäre witzig. Wo kann ich denn das anmelden? Eine Mod für The Witcher im Schweizer Akzent? Switcherdeutsch. Würde ich sogar noch 10 Euro für bezahlen, glaube ich. Das ist ultra lustig. Boah, warum ist das so dunkel hier? Oh, Gesundheit. Okay. Der spielt da gerade mit sich selber anscheinend. Ich sehe der Captain. Ich sehe keinen Captain. Okay. Wird wohl eher nicht. Da wird mir ein Gegner angezeigt. Ich habe nur einen einzigen Hund. Hey, hübscher. Ich bin nicht hallo, na, da haben wir doch unseren Reinkommer. Zack. Bam. Endlos rollt sie an, die See. Und endlos wird der Wind. Kann man hier noch was mitnehmen? Jetzt spring ich hier über die... Pass bloß auf, Mutant. Danke, David. Oh ja, das ist fantastisch. Kann ich mir ja Eichhörnchen-Clips angucken, ja, wie die zertreten werden. Geht zum Captain. Heißt Wolfstein. Okay. Ja. Hier ist aber zu. Jeder deiner Schritte wird beobachtet und verurteilt. Aha. Du weißt schon, dass ich so weit ähnlich bin wie du. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Hafen eingelaufen. Ist es nicht und wird es ja, das habe ich schon verstanden, dass sie. Achso. War die das? Die das? Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. Wow. So ein Scheiß, nicht wahr? Jo. Volle Kanne dran vorbeigerannt. Die habe ich überhaupt nicht als Captain identifiziert. Oh Mann. Gut. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Warum nicht? Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Okay. Ein Blick sagt mir schon alles. Na toll, machen wir ja doch beim ersten Schiff richtig. Jo, alles klar. Jede Menge Spaß.
So, muss jetzt hier der Captain? Verschwendeter Atem. Was willst du? Du tätest gut daran, die Leute nicht zu belästigen. Guck mal da oben. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Wie viel muss ich dir geben, um das Schiff zu mieten? Die Völkerfrieden ist nicht zu vermieten. Der Schiffseigner braucht sie. Kann mich irgendwer in Novigrad nach Skellige bringen? Du suchst also einen Irren? Ei. Wolfstein, Spitzname Flachmann. Frag im goldenen Stör. Der Kerl ist ein Ziegenficker wie die Skelliger. Verstehen sich bestimmt gut. Genau. Hätte mir ja gleich gern denken können, dass wir einen goldenen Stör müssen. Kameraführung hier. Warum so eilig, mein Prinz? Was? Das Leben ist manchmal echt scheiße. Hallo. Gibt's hier irgendwo? Oder eine Wirtin? Das ewige Feuer mag uns beschützen, okay. Aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. Dann reden wir mit Bist du Wolfstein, Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Ja. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Na, dann mal los. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Ach, der sieht. Leinen los! Yay! Auf nach Skellige! Schon coole Schwerter. Alter, die ganzen Arme. Ach je. Yeah. Oh, es lädt. Schön. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es lädt. Ist ihm jetzt kalt, oder? So wie wir immer überall ankommen. Aber das Schwert hat auch einen Rücken, das ist wichtig.
Ja, die gehen ja uns jetzt richtig zur Sau gemacht, wenn er das verloren hätte. Ach, guck mal, ein Wolf. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Okay. Wie heißt du? Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Erwarte keine Gnade! Fass, Alter. Na komm. War das genug? Bring es jetzt besser zu Ende. Sonst bist du gleich geliefert. Das war ein guter Kampf. Das sollte vorerst reichen. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Hat er hier oben alle geflattert, oder was? Können wir erstmal alle draufnehmen hier. Noch einer. Da haben wir die 1000 Kronen wieder. Na, siehst du. Schön, dass wir immer rumgelaufen sind. So muss das. Okay. Na, ich glaube, ich gucke mir das doch mal an. So bestimmt eine Frage zu. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.
Hammer. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. So, dann müssten wir hier eigentlich so ziemlich alles haben, denke ich. Schön überlegener Wald. Das ist wichtig. Jetzt hört es ja aber auf, glaube ich, ja, mit dem Loot. Fass. Ein kleines Fässchen. Gucken wir, ob wir da noch. Da haben wir eine kleine Schwalbe. Schön. Tränke können wir immer hier brauchen, die überlegenen Sachen. So, dann sind wir hier erstmal durch, würde ich sagen. Schneller! Ja, gucken wir mal, wo der Weg uns hinführt. Aber einen Wegpunkt haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Also kommen wir jetzt immer nach Skellig. Hier ist die Händler. Wenn meine Riese was vom Festland will, die ich auf Raubzug, Hunde. Zeig mir lieber, was du von den Inseln hast. Alles taufrisch! Hallo, willst du was kaufen? Nö. Zeig mir deine Waren. Was ist denn das? Einsame Weltreiseführer Arzgelegt. Durch das Lesen des Reihen werden bestimmte Schnellreisepunkte freigeschaltet. Oh, na, die nehmen wir doch. Ja, immer her damit. Haben wir ja die Geld jetzt. 55 Ausdauer. Oh. Zerlegen tun wir ja die ganzen Sachen sowieso nicht. Können wir die hier auch verkaufen für einen guten Preis. Was haben wir denn hier für Sättel? 35 Ausdauer. Hier haben wir. Bonuserfahrung bei Monster. Den Sattel können wir doch verkürzen. Okay. Könnten wir noch ein paar Beile und sowas loswerden, aber ich glaube, da kriegen wir woanders mehr. Ah, das würde ich nicht. Aber wir haben ja schön viele Schnellreisepunkte gekriegt jetzt. Richtig gut. Achso, muss ich die erst lesen, oder was?
Sie haben einen Gesippten durchgesehen. Jetzt müssten wir ein paar Schnellreisepunkte haben. Jawohl. Ah, sehr gut. Guck mal, einer. Schau. Schön. Da haben wir überall jetzt die Schnellreisepunkte. Nice. Das macht's doch um einiges leichter, hier hin und her zu reisen. Seine Lunge rausreißt, länger auf den Inseln bleiben. Haben Sie gemerkt, dass Sie kein Salz für die Wunden hatten? Einer ging suchen. Und das nur für die 30 Gold da, die wir da jetzt bezahlt haben. Oder 2000 Gold. Ist ja wurscht. Wieso läufst du denn? Bist du doof? Nein! Auf! Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Ich helfe dir. Wir haben's ja. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Okay. Na gut. Kriegen wir ja wieder. Hoffentlich. Kann ich hier jetzt was nehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so nehme. Also haben Sie gebettet, wir haben nicht früher gewesen. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Okay, Alter. Reden die alle durcheinander, ey. Eine Wikingerbestattung. Das ist aber nicht Yennefer. Kennen wir den nicht? War das nicht Mäusack? Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. So ein junges Mädchen. Irna sollte sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Stehen. Das ist ihre Entscheidung. Das ist scheiße.
stirbt ihr jetzt mit, ja? Heftig. Das ist krass. Aus, Jennifer. Guck mal. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran? Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Okay, wir könnten jetzt ja das machen. Aber eigentlich sind wir ja gerade nach Skellige, also um Ciri zu finden. Ja, komm. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Ach, die beiden. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Kayra getroffen. Was um Himmels Willen macht Kayra Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ciri hat Rittersporn in Novigrad gefunden. Sie haben sich getroffen. Rittersporn hat sie in Schwierigkeiten gebracht. Ciri hat sich Hurensohn Junior, einen der Mafiabosse der Stadt, zum Feind gemacht. Rittersporn weiß also, was mit Ciri passiert ist? Ja, ich muss ihn finden.
Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Oje. Das klingt nach Arbeit. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Ja, wie könnten wir denn Nein sagen, ne? Hinter jedem großen Mann steht eine Frau. Das ist leider so. So, sind die jetzt alle weg hier? Sieht so aus. Erschrocken. Zum Glück. Weg den hier sehen. Wird jetzt hier weiter gemacht. Das fällt wohl aus. Das sind überall Wachen. Schade. Na gut. Komm nun, mach schon. Sie muss zum Begräbnis fertig sein. Sonst schickt Krach uns mit Bran auf die Reise. Boah, ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinem Gedärm... Gut und treu. Und das wird sie auch im Jenseits sein. Vollmar hat recht. Mag sie unserem König würdig liegen. Eins sehen wir uns wieder. Mal Kräuterhändler. Kann ich dich für etwas aus... Vielleicht. Zeig mal, was du hast. Ja, können wir auch tatsächlich wieder Quint spielen hier bei dem. Sieht doch gut aus. Was hat er denn hier? Wappentiere. Guck mal hier mal. Verbesserter Nordwind. Trunkenen Pheromone. Okay. Weiß ich ja nicht, ob wir das brauchen. Gut. Ja, komm. Und dann spielen wir gegen den. Spielen wir Karten. Ich hab jetzt mal Bock drauf. Eine kleine Partie Quint hier. Die ganzen Händler, die sind uns ja alle auch noch neu. Kennen wir ja noch gar nicht. Gegen jeden Händler können wir ja noch spielen hier. Was haben wir denn hier? So, die neue Karte. Schön. Ewok, Weselmeer. Na gut. Zack. War das jetzt? Schau dir drei zufällig. Achso, okay. Der hat sich jetzt drei Handkarten angeguckt. Oh, gut. Hm.
Okay. Cooler Move. Sehr schön. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Wir könnten den schon mal hinlegen. Knifflig. Okay, jetzt hat er gepasst. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich glaube einfach so. Ah, noch eine Finte. Schön, das Ding. Sehr gut. Was ist das? Achso. Nehmen wir den. Mhm, der kann das auch. Ja. Sehr gut. Jetzt ist unsere Finte gleich bezahlt. Ja, auch viele Zehner, ey. Aber wir haben auch einen. Mal rankommen. Na gut. Verliert er mehr als wir? Schauen wir mal. Okay, schönes Wetter. Okay, er muss jetzt noch 8 Punkte aufholen. Dann würde ich sagen, passen wir doch einfach. Gucken wir mal, ob er das kann mit 3 Karten. Wir haben noch 4 auf der Hand. Oh, den habe ich vergessen. Spannend bis zum Schluss, muss ich ja sagen. Spannend war es. Belagerungstrupp. Oh, vielleicht hat der da oben ja ein paar Gewinnkarten. Okay, komm ich rein. Komm ich denn da hin? Achso. Muss ich hier unten lang laufen wahrscheinlich. Ach so, wir müssen erstmal da uns einkleiden. Na gut, dann machen wir das. Rumtreiber. Für Yen machen wir das. Na, ziehen wir uns erstmal ein bisschen schick an. Findest du gut gelaunt. Bran vom Clan Tyrsech. Unser tapferer König. Auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern. Und luxuriös. Okay, cool. Ah ja. Ah, guck, hier sind auch unsere ganzen Schwerter und so. Schön. Schick, schick. Können wir die eigentlich schon tragen?
Ach ne, Stufe 29 erst. Und wo hat sonst die jetzt bereitgelegt? Sind wir drüben oder was? Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Ja, ist gut. Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Das ist das Einhorn. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Blamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. Okay. Ihr Megaskop. Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Du hast ja Schwerter auf dem Rücken. Tag, ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein, ich wollte nur reden. Das sieht doch gut aus da. Was duftet hier denn so? Der hat Karten. Ein Erdgenius, okay. Ein Anführer. Wow. Verbrennen, das ist gut. Und noch ein. Okay, der hat viele Monster. Das ist, ja, Kirschlikör. Rauenlikör. Na gut. Schick. Na, dann spielen wir gegen den auch. Eigentlich hätte ich Lust auf eine... Ich habe immer Lust auf Quint. So sieht's so aus. Angesehen und unser Held ist so schnell geflohen, dass er seine Kacke dagelassen hat. Zack. Aber zweimal verbrennen jetzt drin. Das ist bestimmt hilfreich. Cool. Ich hätte lieber ein Dings gehabt. Ich hätte lieber ein, hier, Kälte-Ding. Ah, da ist der Klaue in der Kälte. Yes. Okay. Läuft ja bei ihm. Alles raus hier. Eigentlich, aber gut, wir haben ja auch noch Yen. Okay, der Gegner passt endlich. Sehr gut. Zack. Wo ist er jetzt? 19. Gut. Haben wir gewonnen. Oh, ruhig raus. Den Kram. Eine von der Hand hat er geholt.
Na gut, kann er haben. Eine Monsterkarte da. Was will er da jetzt groß machen mit? Er ist sogar am Zug. Okay, ein Zehner. Na gut. Aber da kommen wir drüber. Zack. Mit Yennefer. Haben wir uns ja zum Schluss aufgehoben hier alles. Auch wieder spannend und eng im Schluss. Ja, in der Taverne wird über nichts anderes. Dann gucken wir doch mal, dass wir uns umziehen hier. Was haben wir denn da jetzt? Das hier haben wir gekriegt. Gott. Okay. Na gut, dann doch lieber das hier, wa? So eine Schuhe. Gut, das sieht man jetzt ja nicht wirklich. Okay. Ah, immer würde ich das nicht. Das weiße Hemd kann hier rein, das ist in Ordnung. Das hier kann rein und das hier kann rein. So, die Hexerausrüstung, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Fragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Yennefer eigentlich für mich? Boah, ist das hier dunkel, ey. Was ist denn jetzt so dunkel? So, komme ich da jetzt auch so hoch? Komme ich da jetzt hoch? Oh meine! Geschissene nilfgaardische Hunde! So hochlaufen, ne? Na, dann schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es ja hier einiges zu tun. Wahrscheinlich wieder auf Skellige. Ich habe wohl gehofft, dass wir hier irgendwie nach Kaer Morhen kommen. Aber ich glaube nicht, dass das so passt. Pass bloß auf, Fremder. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Ja, verständlich. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Hä? Das ist doch das, was sie uns hingelegt hat. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern.
Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Lang Waffe. Lebe der König. Und? Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen. Was ist das denn? Da steht ihr. Okay, cool. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Da weint jemand. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres an Kreid ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarlstöchter sind Jarlssöhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deine Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auf. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Gerd, wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Okay. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Zeig der Kleinen, wo sie hingehört. Ob sie mithalten kann. Haben sie dich hoch?
Stadt jetzt aber wieder runter. Ist er da hochgekommen ist. Ein bisschen was vom Harz hier, wa? Ich ist ja meilenweit hinter mir, kann ich gar laufen, Junge. Was ist denn los? Den Parcours machen, den Ziri machen musste da und Kaer Morhen, Alter. Kommt so mal ein bisschen in. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich hab verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ah, wir verlieren nicht mit Absicht. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Heute nicht. Aus gutem Grund, glaub mir. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Okay. Schämst du dich nicht? Schämen? Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Sag mal. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nimm mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Alter. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Okay. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Bänke weg! Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Okay. Zeig dem nämlichen Sackgesicht, wo dein Platz ist, unterm Tisch! Schlag ihm in die Fresse. Lass ihn deine Faust schlucken. Soll er an seine Zähnen ersticken. Hol ihr ihm die Fresse, Weißhaar. Hau ihn ich zum reiß dir den Lüsse ab, du Mare. Schlag ihm in die Fresse. Lass ihn deine... Oh, Glück gehabt, Alter. Hey. Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen.
Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Nicht böse sein, aber das müssen wir leider verschieben. Ja, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Ihr Landratten seid immer gleich. Habt immer Angst vor euren Weibern. Sich zurück den Schmerz. Verbande dich. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Oh. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ja, Moissach ist ja eigentlich ein guter Kumpel, weiß ich ja nicht. Ja, gut. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau.